Wir sind jetzt in San Pedro de Atacama, also mitten in der Wüste, in einem kleinen Ort hier. Sind die Nacht durchgefahren mit einem Nachtbus, sind auch zwischendurch gestrandet und mussten gucken, wie wir weiterkommen. Aber hat alles gut geklappt. Dann haben wir gefrühstückt und haben jetzt hier in ein Hostel eingecheckt. Total nett. Und ja, werden jetzt gucken, dass wir noch ein bisschen uns hinsetzen, überlegen, welche Touren wir machen wollen und vielleicht noch was essen oder trinken. Und dann geht's weiter. Also wir sind jetzt hier im Tal des Mondes und sehen hier gerade die drei Marias vor uns. Diese drei Steine sollen drei Marias, die beten, darstellen. Und ein belgischer Mönch hat diese Steinfiguren gefunden und ihnen diesen Namen gegeben. Das sind hier ein Canyon, wo das Salzgestein, was sich hier verbirgt, hinter dem Ton dahinter liegt. Und das wurde hier vom Wasser gemacht. Es gibt ja im Februar immer einen Regenmonat. Und dort erfolgt halt sehr viel Niederschlag und dieser bringt dann diese Formen hervor. Das ist hier vom Regen und das andere ist eher vom Wind. Und hier sieht man natürlich das Salz, was sich unter dem Ton verbirgt. A big mix of minerals here, like with salt and clay, sand and gypsum. Here, for example, the salt is like crystal. Also here, but it's mixed with the clay, and this is by the rain. Before. Hey, das hat sich hier. Hier ist wieder so ganz glatt. Ganz glatt. Das ist ja Gold. Wie Glas. Ja, Glas. Das alles wurde hier vom Wasser geschaffen. Ja, wir haben hier in San Pedro de Atacama ein schönes Hostel gefunden und dort übernachten wir jetzt 2 Nächte lang und man hört es auch schon, es gibt hier Musik und die läuft bis zum Abwinken um 24 Uhr und mal schauen, wie wir schlafen können, denn morgen früh wollen wir um 5 Uhr zu den Geysiren fahren. Mal sehen, wie das wird. Heute hatten wir das Valle de la Luna, den Sonnenuntergang dort und das war richtig schön. Ja, wir sind jetzt bei den El Tácito Geysiren, wie man im Hintergrund schon sieht. Gehen da die Wolken in die Luft von dem heißen Wasser. Aber draußen ist nicht so heiß, denn es sind minus 10 Grad. Und deswegen haben wir alle warmen Sachen angezogen und sind hier hochgekommen. Die Geysire liegen auf 4320 Metern Höhe.
jetzt hier noch in einem kleinen Dorf. Wir sind nämlich eigentlich schon auf dem Rückweg von den Geysiren und haben jetzt hier mal angehalten, haben uns jetzt hier mal hoch zur Kirche durchgearbeitet. Und man hat von hier oben auch einen tollen Blick über das Dorf. Das ist also noch sehr altertümlich. Und im Winter schneit das komplett ein. Und die Leute müssen dann entsprechend auch ins Tal gehen, weil man hier dann nicht mehr leben kann. Und jetzt haben wir hier noch eine kleine Pause, haben eben noch den Cunhas gesehen. Und dann geht's zurück nach San Pedro. Also wir haben jetzt hier 1, 2 Pisco Sour und zwar als kleines Trostpflaster für heute. Wir haben jetzt heute mindestens 6 Stunden versucht, die weitere Reise zu planen, was nicht geklappt hat. Und es ist nichts passiert. Das Internet war so grottig, dass nicht mal ein paar Seiten geladen hat. Das konnte man nichts vergleichen und naja, von morgen ins Blaue. Genau, jetzt lassen wir uns mal überraschen. Bis heute Mittag lief alles wie am Schnürchen. Und seitdem geht jetzt gar nichts mehr. Mein Handy kann ich auch nicht mehr laden. Läuft. Nein. Also, in dem Sinne. Tschüss. Ja, wir sind jetzt im Bus. Wir haben gut geschlafen. Wir sind aufgestanden, haben unsere Sachen gepackt. Und jetzt sitzen wir hier im Bus und fahren nach Antofagasta. Weil wir haben jetzt doch einen Flug buchen können. Jawohl. Nach Punta Arenas. Und wir haben auch schon eine Unterkunft in Antofagasta gebucht. Hier war das Internet jetzt etwas besser am Busbahnhof. Und wir freuen uns eigentlich auf die Fahrt, dass wir noch ein bisschen was sehen können, denn wir sitzen im Bus ganz vorne. Ja! Wie ihr gestern gesehen habt, waren wir in einem Fußballrestaurant oder so einer Fußballkneipe, waren wir essen und haben mit den Einheimischen für Kolumbien mitgefiebert. Das war ganz lustig. Naja, dann sind wir zurückgegangen, haben noch ein bisschen im Internet recherchiert, dann geschlafen, sehr, sehr gut im Übrigen, und sind jetzt schon um 6 Uhr hier am Busterminal gewesen, warten, dass unser Bus fährt. Der wird gerade noch betankt, der war gerade schon hier gestanden, ist jetzt nochmal hintergefahren, wird betankt und dann geht's los nach La Serena. Das sind alles Kakteen da draußen. Wir sitzen hier in La Serena, in einem Restaurant, was von unserem Hostelbesitzer empfohlen wurde. Und essen heute etwas typisches Chilenisches. Mal schauen, was dann kommt. Wir wissen es nicht ganz genau, es ist wahrscheinlich irgendwas mit Fleisch. Und wir sind ja heute mit dem Bus bis nach La Serena gefahren. Es war eine sehr lange Busfahrt, 12 Stunden. Und der Bus war trotzdem ganz pünktlich, das ist schon mal gut. Wir haben unser Hostel ganz gut gefunden. Leider ist die Tour zur Isla Damas nicht möglich. Aha. Ah, gracias.
Ja, und was von unserem Hostelbesitzer auch noch erklärt wurde, eine Bar, wo wir einen Pisco Sour umsonst bekommen, wo es ganz, ganz verschiedene Piscos gibt. Und dort werden wir dann uns gemütlich einen genehmigen. So, wir sind jetzt hier immer noch in La Serena, haben schön geschlafen, war ein nettes Hostel. Und wie man sieht, sind wir jetzt mit unserem vollen Gepäck unterwegs. Wollen ein bisschen zum Strand gehen, uns noch ein bisschen hier die Stadt angucken und nachher auch noch was essen in Ruhe. Unsere weitere Reise ein bisschen planen. Eben haben wir gerade Campingplätze schon mal reserviert für den Torres del Paine. Und mal schauen, was der Tag noch so bringt. Und später geht's dann nach Santiago. Santiago und sitzen hier schön im Bus. Wir haben mal wieder die vorderen Plätze für uns reserviert. Ist ganz schön, da kann man vorne auch ein bisschen rausschauen und verlassen jetzt La Serena. Wir sind 7 Stunden, ja. 7 Stunden unterwegs und steigen dann in Santiago in den Flieger in den Süden nach Punta Arenas. Wir sind jetzt hier in Santiago am Flughafen gestrandet. Unser Flug geht nämlich erst um 7 Uhr. Das heißt, wir können um 5 Uhr einchecken und das Gepäck abgeben. Jetzt haben wir es um 1. Ja, und jetzt sind wir hier und schlafen oder gucken einen Film. Mal gucken.